Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark. Damit Sie bei Ihrer Pleite keine Pleite erleben, mach Pleite und starte durch. Machen Sie sich wegen einer drohenden geschäftlichen Pleite keine Sorgen. Sorgen Sie lieber rechtzeitig vor. Machen Sie es wie die Aldi-Gründer. Zweimal nacheinander Pleite, jetzt Multimilliardäre. Machen Sie lieber ein Ende ohne Schrecken, als sich einem Schrecken ohne Ende hinzugeben. Hat Sie die Überschrift verwirrt? Das kann ich gut verstehen. Schließlich zählt die Pleite, die Insolvenz, die Zahlungsunfähigkeit also gemeinhin als der größte anzunehmende Unfall im sozialen Leben eines Menschen. Fast jeder, ob Unternehmer oder Privatmensch, fürchtet eine Pleite aus wirtschaftlichem Todesstoß. Aber Sie haben es selbst in der Hand, ob Sie nach diesem Finanztod quietschfidel wieder auferstehen oder nicht. Es gibt also eine Pleite, die wirklich eine Pleite ist. Und es gibt eine Pleite, die Ihnen Ihre akuten Probleme vom Hals schafft und dadurch den Weg zu einem wirtschaftlichen Neuanfang ebnet. Wenn Ihnen diese zweite Möglichkeit deutend besser gefällt, ist mein Ratgeber »Mach Pleite und starte durch« die ultimative Pflichtlektüre für Sie. Denn dort erwartet Sie Insiderinformationen aus erster Hand. Ich selbst musste mit einem meiner früheren Unternehmen Insolvenz anmelden. Mir ging es hundeelend. Damals war ich am Boden, seelisch und finanziell. Heute stehe ich besser denn je da. Denn eines ist wichtig, je besser man sich auf eine Pleite vorbereitet, desto schneller und reibungsloser gelingt der Neuanfang. Auch wenn Ihre Gläubiger das ganz anders sehen und Sie am liebsten in die Gosse treten würden. Pleite zu machen ist kein Verbrechen. Sie haben das Recht auf einen Neuanfang. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, wissen Sie, wie Sie sich hundertprozentig gegen Gläubigerangriffe schützen und Ihr wirtschaftliches Comeback einleiten können. Die Vorteile des Buches »Mach Pleite und starte durch« auf einen Blick. Es wirkt vorbeugend. Manche Pleite hat etwas von einer Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Nur weil Sie befürchten, bald pleite zu sein, muss es nicht unweigerlich dazu kommen. Mein Buch lässt Sie zweifelsfrei erkennen, ob Ihnen tatsächlich die Zahlungsunfähigkeit droht. Es richtet sich rechtlich gegen Gläubigerangriffe ein. Eines ist sicher, sobald die Zeichen auf Pleite stehen, schießen sich Ihre Gläubiger auf Sie ein. Gut, wenn Sie dann rechtzeitig für einen dicken Schutzpanzer gesorgt haben, an dem jeder Angriff abprallt. In meinem Buch zeige ich Ihnen Schritt für Schritt und leicht verständlich, welche rechtlichen Schritte Sie vorab einleiten müssen zu Ihrem eigenen Schutz. Es zeigt Ihnen klare Perspektiven für einen Neubeginn. Nochmal, ganz deutlich gesagt, pleite zu gehen ist keine Schande. Auch in solch einem Fall haben Sie jedes Recht, noch einmal auf los zurückzugehen und das Spiel von vorne zu beginnen. Lassen Sie sich von mir raten, wie Sie dabei am effektivsten vorgehen. Denken Sie in Ihrer Lage immer an die Gebrüder Albrecht. Die gingen sogar gleich zweimal mit Pauken und Trompeten unter. Erst nach diesen beiden Pleiten schafften sie den Durchbruch und sind heute dank ihres Aldi-Geschäftsmodells Multimillionäre. Sie sehen, alles halb so schlimm. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.